geiles Wetter, geile Stimmung. Auf geht's. Neu. Einen wunderschönen guten Morgen am 12. März 2020. Wir sind immer noch auf dem Campingplatz in Seaspray am 90 Mile Beach. Da gehen wir jetzt morgens noch mal kurz spazieren hier beim Sonnenaufgang. Dann geht's frühstücken und dann geht's los mit der wilden Fahrt. Bis nachher. Zwischenstopp am Lake Tyrus Coastal Reserve. Hier kann man zu Fuß wieder zurück zum 90 Miles Beach gehen. Wir sind quasi so einen kleinen Halbkreis um die Lakes rumgefahren, um den Nationalpark. Wir fahren jetzt hoch Richtung Sydney, deswegen heute viel Zeit im Auto, aber zwischendurch immer wieder solche kleinen Zwischenstopps. Ist echt schön hier. Super schön. Noch ziemlich viele Kutter im Hafen hier. Ja, da alles voll. Geiles Wetter, geile Stimmung. Auf geht's. Neu. Fitnessstudio outside. Warum gehst du das in Deutschland nicht häufiger? Hä? Warum? Warum? Das wäre so geil. Vor allem mit so einer Aussicht hier noch. Ja, auf dem Weg Richtung Norden wollen wir uns hier mal die Beine vertreten und diesen Mackenzie River Rainforest Walk machen. Hier sieht man mal wieder, die Buschfeuer haben gewütet, deswegen Track geschlossen. Müssen wir weiterfahren bei der Hitze. So, angekommen in Eden, wir mussten gerade am Ben Boyd National Park und am Nat Gee National Park vorbeifahren, weil da die Hauptattraktionen geschlossen sind wegen der Waldbrände. Wir sind also quasi eben 2 oder 3 Stunden nur durch Waldbrandgebiet gefahren, alles schwarz. Aber angekommen hier in Eden, wunderschön, wunderschöner Hafen, hier wird was gegessen, endlich mal ein bisschen die Beine vertreten. Ja, endlich. Es ist leider eine lange Strecke zu fahren, aber gut, ist so bis Sydney und dann wird es besser. Also, bis gleich. Später angekommen am Rimbula Beach, quasi der gleiche Beach wie der Pambula Beach, nur verlängert, super schön. Ja. Wir genießen die letzten Sonnenstunden des Tages, wollen nachher noch bis nach Ruma kommen, um dort zu campen. Also genießen wir jetzt und gleich geht's weiter mit der Fahrt. Ja.
kommen in Mystery Bay und da drüben auf dem Low-Pay Camping Ground stehen wir. Direkt am Strand quasi. Super schön. Sonnenuntergang. Wir werden gleich noch eine Kleinigkeit essen und dann geht's zu Bett. Jo. Heute viel auf dem Bock gesessen, aber dafür auch ein bisschen Strecke gemacht. Sydney, wir kommen näher. Wir sagen gute Nacht für heute. Bis morgen.